Mahlzeit, Leute! Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim! Ja, aber letztes Mal sind wir hier bei dieser komischen Schmiede stehen geblieben und wir schauen jetzt einfach mal, was wir alles hier so verbessern könnten. Wir verbessern mal hier unseren Brustpanzer und unsere Nordschall-Panzerhandschuhe. Was kann man hier denn noch alles machen? Hier, ich möchte hier beim Schleifstein was machen und zwar hier in aller Ruhe. Verpiss dich. Orkisches Schwert. Verbessern wir mal gleich. Tada! Jetzt haben wir es verbessert. So, was werden wir jetzt machen? Hast du die Quest für uns? Mein Vater sagt, wir Nein. Einfach Ach, unser nee, Leben mit dir haben wir ja schon mal gesprochen. Als wäre das du? Gehört ihr auch zu diesem Himmelsrand für die Nordtypen? Ja, für die Fremdlinge wie mich gibt es hier keinen Platz. Ich denke, dass ihr alle willkommen sein sollten, ja. Und da habt ihr auch recht. Zumindest was mich anbetrifft. Lasst euch nicht von Ulfric oder den anderen kurzsichtigen Nord aus der Fassung bringen. Die meisten von uns heißen Neuankömmlinge gerne willkommen. Ah ja, Ulfric sind Fremde gleichgültig. Dieser Dunkelelf nannte euch einen Kriegshelden. Ich habe im großen Krieg eine Menge Hochelfen getötet und bin nicht gestorben. Das macht mich wohl zu einem Kriegshelden. Okay, der ist mir sympathisch. Der große Krieg. Er hatte nichts Großes an sich. Auf beiden Seiten gab es Tausende von Toten. Und was haben wir damit erreicht? Nichts. Haben wir das Kaiserreich wirklich gerettet? Oder haben wir nur die Saat für Ulfrichs Aufstand gelegt? Und für einen weiteren Krieg? Hast du was? Ich würde mehr reisen. Aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Ach, keine Ahnung. Die hat nichts für uns. Mit dir haben wir schon gesprochen. Wie fühlt ein Danke, dass ihr hier einkommt. Ja, irgendwie... Questtechnisch scheint es hier nicht viel zu geben. The White Fiole. Ich glaube, das soll irgendwie sowas wie die weiße Fiole heißen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas mit weiß. So. Ja, du. Ich bin der Antwort. Worüber streitet ihr? Ach, bloß mein ganzes Lebenswerk. Ich habe endlich herausgefunden, wo sich das weiße Fläschchen befindet. Aber dieser dumme Wichtigtuer will es mich nicht holen lassen. Wenn ihr mir sagt, wo es ist, kann ich es euch holen. Das würdet ihr tun? Es ist gut zu wissen, dass es noch Leute gibt, die bereit sind, einem alten Mann zu helfen. Ja, ne? Es ist zusammen mit seinem Schöpfer Kuralmil in einer seit langem verlassenen Höhle westlich von hier begraben. Kuralmil war ein gewiefter Bursche, selbst im Tode noch. Um seine Ruhestätte zu erreichen, bräuchtet ihr die Fertigkeiten eines Meisteralchemisten. Oh Gott sei Dank bin ich das nicht. Habe ich die Mixtur bereits zusammengebraut. Hier, nehmt sie. Bitte. Okay. Macht schnell. Ich habe schon genug Zeit damit verschwendet, mit meinem nutzlosen Assistenten hier zu diskutieren. Okay, das Wieso weiße Fläschchen. Gut. Los, holt mir das Fläschchen, können wir irgendwas hier... Ja, jetzt nennt er mich auch noch Schwachkopf und dann bittet er mich auch noch um einen Gefallen. Das ist eine gute Mixtur. Aber probiert weiterhin neue Rezepte aus. Die Alchemie belohnt Alchemie. Ja. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon... So, gehen wir aber mal hier weg. Ich habe mal hier nichts mit dem... Ja, keine Ahnung. Genau, Journal. Das weiße Fläschchen nehmen wir jetzt mal an. So. Verlorene Höhle. Ja, das bringt das weiße Fläschchen in deinem Besitz. Hier, entfernen. Ich vergiss immer wieder, hier zu drücken. Ja, wir haben viele Quests hier hinten. Das mit den Sturmmänteln müssen wir sowieso erstmal verschieben. Das Wetttrinken, das verschieben wir. Ich weiß jetzt, was wir machen. Wir gehen jetzt hier runter, bekämpfen den Drachen, bringen Ahnenschimmerharz in unser Besitz und dann dödeln wir zurück nach Weißlauf, um den Gefährten beizutreten. Ist jetzt nur mal so ein Gedanke. Ist jetzt erstmal so ein Gedanke. Oder warte, wie spät ist es denn? Ist es noch morgens? Ich weiß, dass es hier abends hier unten am Friedhof eine Quest gibt. Daran kann ich mich noch erinnern.
Aber ich habe es niemals wirklich gelöst. Naja, ist halt eine Quest, obwohl wartet. Hier gibt es ja irgendwo einen grauen Bezirk. Ich glaube, das ist der hier, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo etwas. Bah, ist ja voll eng hier. Seid auf der Hut. Der Schlechter könnte hinter ja, ja, du hast mit dir haben wir schon mal gesprochen, du? Ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee. Okay. Dass man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat. Ja, deshalb lebst du auch noch. So, Bellens Haus, bla bla. Mal hier weiter rumspacken. Der Name Grauer Bezirk ist eine Beleidigung. Hier. New Gens Corner Club, okay. Irgendwas von einem Eckclub. Und wieso ist das hier teilweise Englisch? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, im grauen Bezirk wäre es sicher für mein Kind. Ich habe okay. Du. Der graue Bezirk ist nicht mehr sehr ansehnlich. Okay. Früher war du. Es doch gar nicht willkommen, so schlimm. Lasst es euch gut. In Windhelm gab es Morde? Das interessiert mich alles nicht. Wenn nicht ein Dun mehr ermordet wird, soll Windhelm seine Probleme selbst lösen. Okay, weshalb sind hier so viele Dunkelelfen? Wie werden die Dunkelelfen im Windhelm behandelt, genau? Ihr seht ja, wo wir leben müssen. In dieser hintersten Gasse. Der ganze Dreck fließt von den reichen Wohnvierteln nach unten. Viel Glück dabei, eine der Wachen dazu zu bringen, euch zu helfen. Ich habe versucht, Ulfric dazu zu bringen, sich dieses Elend einmal selbst anzusehen. Aber der hohe Herr von eigenen Gnaden hatte keine Zeit. Okay, diese Stadt kann für Leute wie uns manchmal etwas. So, ist hier oben irgendetwas? Hier geht's ja noch weiter rauf. Nee, hier ist nur ein Bett. Hä, was ist denn das da? Eine Luke. Nur eine Luke. Aber die Musik hier gefällt mir. Aber den Trank hier stehlen wir. Den Nacktbogen brauchen wir nicht. Gold, 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 Gold für Dovahkiin. Ja, ja. So schnell geht das. Bilanzenfälschen. Nee, damit haben wir noch nichts am Hut. Was ist denn hier? Eine kaiserliche Rüstung. Aufstand von Erstburg. Warte, ist das ein Fähigkeitsbuch? Nein. Keine Fähigkeitsbücher interessieren uns nicht. Spielt beim Cat, bla bla bla. Na, gehen wir jetzt einfach mal hier raus. Ich habe jetzt erstmal genug vom Windhelm. Gehen wir Drachen vermöbeln. Dafür machen wir jetzt eine Schnellreise hierhin. What the fuck? Auf einmal hier dickfett eine Kuh. Die Kuh gehört zu den weitesten verbreiteten Haustierhimmels dran. Sie versorgt die Nord mit Fleisch, Milch und Fell. Das sind für mich irgendwie keine wirklichen Kühe. Das sehen irgendwie für mich aus wie so Mutanten, die, keine Ahnung. So, wir müssen... Wartet. Das Osten, das Westen, das heißt, hier müssen wir lang, oder? Ja, genau, hier. Einfach stumpf diese Richtung. Ich höre einen Schrei. Ich habe irgendwie gerade so einen Schrei gehört. Da. Da schon wieder. Das wartet. Ist hier vielleicht irgendwo in der Nähe ein Drache? Da hört ihr das? Und dann noch dieses Rumpeln. Da oben ist ein Riese. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Drache. What the fuck? Was ist hier? Was ist hier los? Okay. Wir scheinen uns einen Drachen hier zu nähern. Ja, Spay. Okay, das ist irgendwie ein wenig verstörend. Okay, was müssen wir denn hier machen? Ach, hier ist schon die Knochenspitze. Ah, da ist ja der Drache. Ich glaube, der hat hier die ganze Zeit rumgegammelt. Gut. Den werden wir bekämpfen. Boah, ja, jetzt geht's los. Ah. Speichern. Speichern. Jetzt geht's. Oh, ich liebe die Musik. Ja, stirb, Drache! Oh Gott, ein Frostdrache auch noch. Oder auf jeden Fall hat der Frosteigenschaften. Okay. Oh Gott! Boah, gut, wir können uns noch etwas gegenhalten. Das ist spannend. Ah! Schön, du blöder Drache.
Okay. Uah, Angriff! Ah, stirb! Oh, der hat mich gebissen. Halt Maul! Stirb! Ah. So gut, wir haben ein Level up. Jetzt können wir wieder alle unsere Attribute auffüllen. Wir füllen Ausdauer auf. Und tun den Skillpoint hier bei Schmiedekunst hier auf zwergische Schmiedekunst. Bah. So. Weil jetzt sind alle unsere Attribute wieder voll. Und... Boah. Wieso geht die Musik hier nicht weiter? Ja, genau. Jetzt kommst du hier wieder runter. Ah. Ja, ja. Jetzt geht die Musik wieder weiter. Stirb! Ja. Finishing Move. Zack. Na komm. Hier. Halt's Maul. Zack. Haben wir dich erledigt. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Ja. Na komm. Jetzt fressen wir deine Seele. Das schauen wir uns mal wieder in dieser Perspektive an, weil ich finde, der hier sieht irgendwie am epischsten aus. So. Und... Drachenseele aufgenommen. Ja. Aber jetzt müssen wir erst mal mit Lydia reden. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. So, haben wir schon mal mit den hier... erledigt. Ach, keine Ahnung. Die ist auch jetzt so ziemlich überlastet. Aber wir möchten da jetzt auch noch darauf gehen. Weil es dort oben nämlich was Besonderes für uns gibt. Weil, soweit ich weiß, ist bei jedem Drachensymbol auch noch ein Schrei zu erlernen. Was ist denn das da vorne? Gut. Ich muss doch irgendwo einen Weg drauf geben. Ich muss sagen, der Drachenkampf war irgendwie verhältnismäßig ziemlich einfach. Hey, hier gibt's Erz. Was ist denn das für ein Erz? Oh, Orichalkum-Erz. Das ist gut. Orichalkum-Erz. So, Orichalkum. So. Orichalkum. Bläh, ich kann's nicht wirklich aussprechen. Wer kommt auch immer auf so doofe Namen? Lydia ist da. Du musst doch irgendwo einen Weg aufgeben! Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, warum wohl? Weil du Schiss hast. Ha, jetzt habe ich sie gegeben. Ah, hier scheint der Weg raufzugehen. Ich mag die Gegend aber, um echt zu sein, auch nicht so wirklich. Sie ist irgendwie ein wenig zwielichtig. Was ist denn hier oben? Ah, Knochenspitze entdeckt. Und da vorne können wir den Schrei lernen. Wie man es jetzt hört. Mal sehen, was wir hier für einen Schrei lernen. Wort der Macht gelernt. Frostatem. Ja. Normalerweise gibt es hier oben auch immer Truhen, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung, wo du jetzt... da vorne ist sie. Ah ja, Schrei erlernt man folgendermaßen. Man muss dafür extra auf Schrei gehen. Und dann muss man bei Frostatem R klicken und dann verbraucht man eine Drachenseele. Aber die Drachenseele bewahren wir uns erstmal auf, weil Frostatem ist nicht so wichtig. Zeigenstreitkorn brauchen wir nicht. Das können wir gebrauchen und das nehmen wir mal mit, weil wir es entzaubern können. Gut. Jetzt ziehen wir weiter in die Richtung. Weil da vorne ist nämlich die Höhle, in der wir hin müssen. Und was ist das da unten? Das schaue ich mir jetzt auch mal genauer an. So, schlittern wir mal hier runter. Was sage ich hier? Schlittern. So. Ich mag das hier irgendwie, diese Geysire. Ich finde, das sieht richtig schön aus hier. Aber einerseits trostlos. So, was ist das hier? Ich glaube, das sind irgendwie Drachengräber, wenn ich mich nicht irre. So spezielle Drachengräber. Gut. Schon die Richtung, oder? Ja. Nein, keine Markierung setzen. Da hinten ist auch Ivarstadt. In die Rüstung müssten wir sowieso. Aber ich möchte hier... Ich möchte es mit der Hauptquest noch ein wenig ziehen. Ich habe deswegen schon einen Kommentar bekommen, dass ich zu den Graubärten gehen soll. Aber... Mich eilt's nicht. Also... Ich spiele das Spiel so, wie ich es will. Und wenn ich Lust habe, dann mache ich Hauptquest. Und wenn ich keine Lust habe, wie es momentan ist,
Weil ich mag das... Ich mag das irgendwie so ein wenig, dass es sich zieht. So, stirb, Fuchs. So. Ahnenschimmer, Heiligtum entdeckt. Ich bezweifle, dass es richtig ist, dass wir jetzt schon da reingehen, weil wir ziemlich aufs Maul kriegen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da drin alles voller Hexenraben ist. Und ich erinnere nur noch an unsere letzte Begegnung mit den Hexenraben. Es ging nicht gut aus. So. Schleichen, schleichen. Ist hier Erz? Nein. Bumoster, Fels. Was weiß ich. Alter, sieht das schön aus hier. Ui. Das sieht ja mal übelst nice aus. Was? Ich auch nicht. Das sieht irgendwie schön aus. Nur schöne Musik und dort hinten. Es scheint irgendwie friedlicher zu sein. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg. Seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Ja, sind wir. Aber ich habe keine Lust mit dir zu reden. Weil ich möchte mich jetzt hier lang gehen. Das da oben ist der Baum. Ach, da unten sitzt auch noch jemand. So, mal kurz auf die Uhr schauen. Was sagt ihr mir? Ach, wir haben noch ein wenig Zeit. Okay. Ich glaube, hier können wir so nicht ohne weiteres weiter. Dafür haben wir einen Nesselfluch, weil Nesselfluch hat ja irgendwie die Eigenschaft, wenn ich mich nicht irre, dass sie diese Wurzeln... So. Mach Platz, Wurzeln. Haha. Mach Platz. Und jetzt aktivieren Ahnenschimmer. Ahnenschimmer hat sie hinzugefügt. Gut, aber jetzt rüsten wir wieder unser schönes Orkschwert hier aus. Weil ich das Orkschwert mag. Oh, Gegner. Anzünden! Oh mein Gott, wir zünden einen Zweigling an. Aber machen kaum Schaden. Das ist irgendwie mal wieder total logisch. Was? Heil dich nicht! Stirb! Man heilt sich nicht in meiner Gegenwart. So, Pfahlwurzel. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder Heilung. Ich glaube, die sind nicht so ganz amüsiert, dass wir hier einfach das Harz klauen. Aber es ist zum Wohl der Leute in Weißlauf. Oh, noch so einer. Wieso können die sich unsichtbar machen? Stirb! Nein. Wieso heilst du dich? Stirb. What the fuck, das hat sich angehört, als ob der furzend gestorben wäre. Als ob er so einen Furz von sich gegeben hätte und dann gestorben wäre. Gut. Ich sehe unten. Da unten sehe ich noch einen Gegner. Oh, die haben welche getötet. Und sonst. Sonst scheint hier niemand zu sein. Ein Gegner, okay. Kann ich mit leben. Und dann auch schon angeschwächter Zweigling. Ach, die kriegen wir down. Stirb. Ah ne, da vorne wird mir noch einer angezeigt. Stirb. What the fuck? Wir kriegen hier gerade ziemlich aufs Maul. Wir haben doch hier vorhin so einen lustigen Trank geklaut. Den würde ich gerne nehmen. Genau dich. Nein, ihr geht's jetzt. What the fuck? Wieso kriegen wir so krass aufs Maul? Ja, wir machen noch den Kampf hier. Und dann beenden wir aber erstmal den Part. Ich möchte... Okay. So. Du gehst down! Bitte! Nein! Bitte! Wieso gehst du nicht down? Und wieso laggt es so? Und jetzt haben wir dich aufgespießt. Wichskrüppel. Ha! Sind wir nicht gemein, böse, was weiß ich. Es leuchten ja auch nicht mehr. Alter Nordfall. Ja, scheiße gelaufen, ne? Kommt davon, wenn man sich mit Zaussaler anlegt. Haha. Na Leute, an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal den Part, das mal wieder die Elder Scrolls zum Skyrim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was hat ein Aster bei sich? Gold. Was weiß ich. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.